Koali mit einer ganz speziellen Folge Blood Bowl. Ich bin ein bisschen gehypt von Blood Bowl 2, was diesen Monat noch rauskommt, und habe mir gedacht, ich spiele doch dann nochmal das erste Spiel und habe mir hier ein Chaos-Team gebaut, ein Nerdpol Chaos Squad, und ja, hier ist mein Team. Ganz frisch, aus 11 Spielern, 4 Wiederholungswürfe, kein Sanitäter, keine Cheerleader, kein Co-Trainer. Und, ja. Ich weiß gar nicht, kann man mich jetzt hier noch das Team nochmal an... Hier kann man sich den Kader angucken. Guckt hier, wir sind alle vertreten. Koali, Bini, Engai, Umbrührung, Backfisch, Mischka, Maxmonster, Plastiklöffel, Sue, Retsch, Jackson und Deloridas. Wenn ihr jetzt noch nicht auftaucht, keine Sorge, ich habe noch ein paar Namen in petto, denn wie es Blood Bowl nun so will, wird es tragische Tode geben und neue Spieler und Spielerinnen. Aber das ist die erste 11. Willkürlich zusammengewürfelt, und ja, die einzigen etwas besondereren sind hier die beiden Chaoskrieger in meinem. Sonst habe ich nur Tiermenschen. Falls ihr Blood Bowl nicht kennt, das ist ein Strategiespiel aus dem Hause Games Workshop, adaptiert hier von als Computerspiel. Und ich habe hier eine Kampagne angefangen und spiele dann jetzt mal mit unserer Nerdpol Chaos Squad und schau mal, wer aus dem Nerdpol sich hier als Starspieler herausstellen wird, wer hier die meisten Starspielerpunkte zusammen mal heimst, die meisten Touchdown macht, die meisten Gegner K.O. schlägt oder sogar kaputt prügelt. Es wird jede Menge Blut fließen. Lassen wir es beginnen. Bereit zur Match. Wir haben in unserer Liga Menschen und Vampire gegen uns, die im Teamwert weit über uns liegen. Die Mitteldorf Smashers und die Vampire Coast Swashbucklers. Na, die werden uns nichts entgegenzusetzen haben. Ja, Chaos hat als Team natürlich den Nachteil am Anfang, dass wir keine spezialisierten Spieler haben. Das heißt, unsere Spieler haben bis auf die Hörner bei den Tiermenschen, die in +1 Stärke beim Blitzen bringen, überhaupt keine Vor- und Nachteile. Dafür können die echt fies werden im Verlauf einer Saison, wenn sie denn aufsteigen und fiese Mutationen bekommen. Aber das werdet ihr bestimmt auch sehen. Also ich spiele ungern gegen aufgepowerte Chaos-Teams, weil die wirklich ziemlich böse sind. Ja, machen wir uns mal bereit zum Match. Hier, wir haben einen Wert von 980, der Gegner von 1300. Das heißt, wir werden gleich extra Geld kriegen in unsere Kasse. Wir möchten von unseren Restgeld nichts in die Kasse tun. Wir haben immer keinen Sanitäter, das ist ein bisschen blöd für den Anfang, aber wir haben jetzt 320.000 Gold, das wir rauspfeffern können. Davon kaufen wir uns doch jetzt mal irgendwas Tolles. Was können wir uns denn für dieses Spiel mal kaufen? Fairplay. Wir können einen Wandersanitäter anheuern, damit wir wenigstens einen Sanitäter haben, falls denn da mal was ist. So. Dann könnten wir uns einen Zauberer anheuern, aber ich glaube, das ist... naja, weiß nicht. Zusätzliches Training. Wir sind schon ziemlich gut trainiert. Wir könnten faul spielen. Was haben wir denn hier? Bestechen? Spieler bestechen? Nee. Wir könnten Starspieler oder Söldner anheuern. Das wollen wir aber nicht. Wir wollen ja, dass unsere Leute hier richtig Starspielerpunkte sammeln. Was könnten wir denn machen? Kreischende Fans. Randalierende Fans. Wir könnten Tränke. Oh, so ein Stärketrank. Komm, wir kaufen mal so einen Stärketrank. Und zwar für... Wer kann denn Stärke gebrauchen? Der Bini. Der Bini-Bahn kann immer Stärke gebrauchen. Und... Der Ratch sieht auch manchmal ein bisschen schmächtig aus. Der braucht auch einen Stärketrank. So, annehmen. So, haben wir 2 Stärketränke gekauft. Was können wir noch? Wir können ein zusätzliches Training machen. Blattweiser Babes, ein Halbling, Meisterkoch. Ich weiß ja nicht. Das ist alles so schwierig. Wir machen einmal Training hier für irgendeinen Spieler von uns. Und zwar für Geschicklichkeit trainieren wir nochmal den Backfisch. Backfisch braucht Geschicklichkeit. Schauen wir mal, ob sie für dieses Spiel hier auf brutal... Ich weiß gar nicht. Es kann jetzt natürlich auch nach hinten losgehen. Training und... Vor dem Match hat Backfisch jetzt eine 52,04% Chance, dass ihre Geschicklichkeit um einen erhöht wird. Das wäre natürlich richtig cool für Backfisch. Sehr gut. Und dann kaufen wir uns noch einen Geschicklichkeitstrank. Ach ne, komm, wir wollen draufhauen. Wir holen uns noch einen Stärketrank. Und zwar dann hier für den Zu. Der braucht auch immer Stärke. Und... Was holen wir uns denn noch? Dann holen wir uns noch ein paar Blatt... Die können wir uns nicht mehr leisten. Wir haben nämlich nur noch 40.000. Was kriegen wir denn dafür überhaupt noch? Wir können Spieler bestechen. Können wir das... Ja, hier. Wir können Leibwächter anstellen für Engai. Der braucht dringend einen Leibwächter. Oder für Max Monster. Oder für... Plastiklöffel. Wir brauchen alle Leibwächter, nehmen wir an. So. Und dann können wir noch... Randalierende Fans. Ne, können wir nicht mehr. Können wir kreischende Fans? Auch nicht. Schlechte Angewohnheiten. Können wir alle nicht mehr hier. Wandersanitäter. Auch nicht. Können noch jemanden bestechen. Auch nicht. Nee, wir können uns nichts mehr leisten, also gehen wir weiter. So, und Backfisch hat tatsächlich plus einen Agilität gekriegt. Sehr gut. Unsere Leibwächter hatten nichts zu tun. Sehr gut, sehr gut. Und hier... Beanie hat plus 1 Stärke gekriegt, der Zu hat plus 1 Stärke gekriegt und Red Jackson hat auch plus 1 Stärke gekriegt. Das heißt, wir sind jetzt hier stark unterwegs gegen die Mitteldorf Smashers. Lass das Spiel beginnen. So, die haben ein paar Cheerleader am Start hier. Und hier weniger Wiederholungswürfe als wir, das ist schon mal gut. Wiederholungswürfe sind sehr gut in diesem Spiel. Das Stadion sieht nach einer Zwergenfestung aus. Ob der Max Monster uns da jetzt wohl reingebracht hat als Zwerg, hat sich natürlich in unserem Team nur als Tiermensch verkleidet. Ne, in Wirklichkeit ist er ein Zwerg. Und wenn er denn aufsteigt in seine Karriere, werden wir das natürlich auch berücksichtigen. Und wir hallo Leute! Hey, hallo Jim! Und wir... Hallo Bob! Hey, das heutige Match wird die Ränge erschüttern. Im wahrsten Sinne des Wortes, Bob, denn die Hooligans haben schon damit angefangen, die Tribüne zu zerlegen. Ja, ein kurzer Blick auf die Statistik und man erkennt sofort, dass zwischen diesen Teams Lichtjahre liegen. Ja, das sind die Kommentatoren, die werden ihren Senf hin und wieder mal dazugeben. Das wird sich nicht verhindern lassen. So. Die haben hier einen fetten Oger. Wer möchte denn gegen den Oger kämpfen? Ich sehe schon niemand. Wer muss es denn dann tun? Der Zu, komm Zu. Du kannst doch gegen Oger kämpfen. Das ist doch dein Metier. Bestimmt. So. Jetzt haben wir hier... Schön eine aggressive Aufstellung. Hier haben wir hier hinten Backfisch. Ja, die müssen ein bisschen weiter nach hinten, die Backfisch. Und Beanie mit seiner Stärke können wir eigentlich nach außen stellen. Dann haben wir hier Red Jackson auch nach außen. Max Monster nach innen. So, Backfisch müssen wir ein bisschen uns mit zurückhalten, denn sie wird unser Ballträger. Wenn mit Agilität 4 wird sie kann sie ziemlich gut mit dem Ball umgehen, was sonst in unserem Team halt... Naja, wir sind Durchschnitt. So, also, die vordere Reihe, Engai, Umbreon und Zu. Ja, da. So. Wir, im Anschluss Return. Der Ball ist in der Luft und das Spiel geht los. Wir haben eine Blitzaktion, das verteidigende Team darf irgendwas machen vorher. Das ist nicht so geil. So, jetzt habe ich natürlich... Das hat vor einigen Jahren sicherlich gestimmt, aber mittlerweile führen er und seine Freunde die Ranglisten nicht mehr an. Jetzt habe ich natürlich einen Fehler gemacht. Es ist Glück, dass der Ball jetzt hier gelandet ist. Der hätte auch hier hinten landen können. Ich habe nämlich gedacht, wir schießen den Ball zum Gegner rüber. Dabei habe ich ja angeklickt, dass wir beginnen wollen. Und dann hätte ich auch eigentlich ganz anders aufstellen müssen. Also das ist jetzt nicht so geil. Trotzdem werden wir erstmal draufhauen hier mit dem Umbreon. Er haut jetzt hier dem Franzist, dem Jäger, eins aufs Maul. Na, leider schieben wir ihn nur einen nach hinten. Na. Also hier gibt es die speziellen Blood Bowl Würfel. Alles, wo ein Totenkopf drauf ist, ist für uns erstmal scheiße. Der Rest ist ziemlich gut hier. Zum Beispiel, das heißt, dass wir den Gegner zurückschieben und ihn niederschlagen. Das werden wir noch gleich mal machen. Die Pfeiler heißen, dass wir nur zurückschieben. Ah, sehr gut. Der ist sogar jetzt K.O. und kann in der nächsten Runde nichts machen. Sehr schön, sehr schön. So, jetzt versuchen wir doch den Oger mal kaputt zu hauen hier. Komm, Backfisch. An den Backfisch muss ich gleich mit dem Ball kümmern. Hier, der zuhaut jetzt dem Oger ein paar aufs Maul. Na. Ja, sollen wir einen Wiederholungswurf einsetzen? Wir könnten... Ja, komm. Wir wollen den Oger kaputt hauen. Na, das klappt einfach nicht. Gut, schieben wir den Oger neben den Chaoskrieger, neben den Engai. Damit Zu und Engai sich zusammen um den Oger kümmern können. So, und dann hebt jetzt Backfisch mal den Ball. Komm, schaffst du, schaffst du, schaffst du. Ja, sehr gut gemacht. So, und wir müssen Starspielerpunkte sammeln. Starspielerpunkte kriegt man für Touchdowns, für gelungene Pässe und dafür, wenn man Gegner verletzt. Das heißt, wir sammeln jetzt direkt doch schon mal einen Starspielerpunkt mit Backfisch und schmeißen hier mal den Ball. Technisch gesehen und zack! Schon hat Backfisch einen ersten Starspielerpunkt gehamstert. Gut geworfen, bravo! So, was haben wir denn hier hinten? Hier haben wir einen Fänger. Der kann ausweichen. Den hauen wir jetzt erstmal weg hier. Jawohl, sehr gut. Das hat der Ratch gut gemacht. Auf ihn! Bam. Und zum Boden. Hatten wohl eine kleine Meinungsverschiedenheit, nicht wahr? So, stellen wir jetzt die Leute am Anfang ein bisschen zu. Und der Eloridas hat jetzt den Ball und läuft ihn jetzt hier mal ein bisschen in Sicherheit. So, ihr seht hier diese Felder. Um einen Spieler herum ist es schwierig, durch die Felder durchzulaufen. Das sind die sogenannten Tackle-Zonen. Und ihr seht hier, das sind Würfel, da müsste ich sprinten. Und Sprinten hat immer einen Nachteil, denn muss man würfeln, ob man denn nicht auf die Fresse fliegt. Deswegen sollte man das tunlichst vermeiden. Bei meinem Glück. Das ist ein ziemliches Glücksspiel, dieses Spiel übrigens, falls ich es noch nicht erwähnt habe. Und ich werde mich hier öfter mal ärgern über mein Pech. Ich tue das andauernd bei dem Spiel. So, ich zeige euch mal, wie das hier geht mit dem Glücksspiel-Dingens. Obwohl, ich könnte eigentlich... Nee, ich unterstütze hier oben den Engai. Wer ist denn das hier? Der Bini muss den Engai unterstützen. So, hier. Alles klar. Rundenende, das ist der Gegner. So, machen wir die flexible Kamera mal aus, die nervt nämlich ein bisschen. So. Dann glaubst du also, dass der so etwas zwischen den Ohren hatte? Oh, den kriegen wir ganz schön aufs Maul gerade. Ja, das ist was fürs Auge. Yeah. Koali schon am Boden, oh Gott. Und Umbreon auch. Und sie umstellen Eloridas. Das ist gar nicht so gut. Ja. So, jetzt hat hier der Hopp, der Hübsche, hat auf Engai eingeschlagen und weil der Engai stärker ist als der Hopp, dürfen wir uns jetzt von den zwei Würfeln, die er geschmissen hat, aussuchen, welchen wir nehmen. Wir nehmen natürlich nicht den hier, wo wir Verteidiger, also wir fallen, sondern wir nehmen den, wo er uns nur wegschieben darf. So, und schon sind wir wieder dran. So, hier, Koali stehen auf. Und Umbreon aufstehen. So, wenn wir das schon mal erledigt haben. So, das ist übrigens hier die Werte von unseren Spielern hier. Das ist die Reichweite, das ist die Stärke, das ist die Agilität und das ist die Rüstung. Das heißt, unsere Spieler haben hier, unsere Chaoskrieger, ziemlich starke Rüstung. So, was machen wir denn jetzt, um diesem ganzen Blob hier ein bisschen zu entgehen? Wir hauen erstmal ein bisschen drauf hier. Also kann ich mehr, der Umbreon, der ist nämlich gerade aufgestanden. Sind hier, der Bienen kommt wieder, haut den Bienen jetzt mal ins Maul hier. Zack, weg da. Sehr gut. Müllhalde geworfen worden. So, wenn wir hier der Ratch. Der Ratch haut dem ein paar. Schiebt hier weg. Bleibt dann auch stehen. So. Ich könnte jetzt dem Backfisch wieder den Ball rüberschustern. Das mache ich auch mal. Komm, Elorias. Ah, ich habe eine 1 gewürfelt und benötige eine 3 beim Fangen. Oh, tolles Manöver. Perfekter Pass. Wiederholungswurf hat aber geklappt. So. Jetzt der Mischka. Nein, da will ich nicht lang laufen. Hier will ich lang laufen. Einmal. Nein, das ist jetzt schlecht. Ich habe hier zweimal beide Fallen. Das heißt, der wird fallen und ich werde fallen. Und der Zug vor uns ist beendet. Ein Turnover. Arme Backfisch. Steht jetzt hier mit dem Ball ziemlich offen. Kriegt wahrscheinlich gleich Probleme. Ja, noch nicht. Jetzt wird sie getackelt. Und auch und noch K.O. geschlagen. Noch sich Gehör zu verschaffen. Und der Gegner hat den Ball. Das ist nicht so gut. Ja, der Gegner läuft hier ziemlich agil durch unsere Reihen. Nicht so schön. Der hat ihn wohl schlafen geschickt. Koali und auch am Boden. Erinnerst du dich noch an Backfisch? Na klar, er war der Teamkapitän der Chaos Squad. So, hier aufstehen. Und den scharfen Metallklauen. Bei einem Sturm aufstehen. Gegen die Valkyries war er ein exzellenter Blitzarbeiter. So, den müssen wir jetzt erstmal weghauen hier. Weg mit dir. Und vergesst nicht, Kinder, probiert das ja nicht zu Hause aus. Das sind immerhin ausgebuchte Profis. So, und der Eloridas schlägt jetzt mal hier den Ballträger. Und hier müssen wir einen Wiederholungswurf nehmen. Zack, zack. Und nachrücken. Wer hält jetzt ein Schwätzchen mit dem Rasen? So. Diesen Blitz hier, diese Blitzaktion, also laufen und tackeln, das kann man übrigens nur ein einziges Mal in der Runde machen. Und das Problem ist, das seht ihr ja jetzt schon. Ah, wieder unser Würfelglück. Das ist super. Auf 2 plus läuft man hier übrigens in diese Würfelfelder zum Sprinten. Und wir haben die 1 gewürfelt. Und dann hat sich unser Plastiklöffeltiermensch auch noch so aufs Frosse gelegt, dass er direkt K.O. ist. Hey, der Spieler ist ganz schön stark. Glaubst du, dass Trollblut in seinen Adern fließt? Vielleicht. War wohl keine Lust, das heißt, ich, Gegenspieler über seine Familie herzuziehen. Das ist nur ein kleiner Schritt für einen Spieler, aber ein großer Schritt für die Mannschaft. Dafür mir fast schon die Worte. Also gleich liegen wir 1-0 zurück, Leute. Das ist nicht gut. Immerhin ein Turnover. Haben wir irgendjemanden, der ihn erreichen kann? Nee, haben wir nicht. Wir stehen erstmal ein bisschen auf. Sind die Chaos-Teams so laufen mal hier ein bisschen hin und hoffen jetzt gleich, dass der... Oh, der hat auch noch Ausweichen. Das heißt, Ausweichen bedeutet, dass wenn er aus unserer Tackle-Zone raus jumpt, dass er den Wurf, den Würfelwurf dafür wiederholen darf. Das heißt, es ist sehr wahrscheinlich, dass wir jetzt gleich 1-0 zurückliegen. So. Wie machen wir das jetzt, dass wir noch ein bisschen Schaden machen? Erstmal müssen wir hier in die Tackle-Zone reinlaufen. Komm, 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 komm. Ja, und eine Doppel-1 beim Sprinten. Ach je. Max Monster. Der Touchdown für die Menschen. Nein! Aber hübsche Cheerleader. Da hinten die Fans sind auch schon gut dabei. Man hat pro Halbzeit 8 Züge. Und wir haben jetzt schon 5 gespielt, glaube ich. So, diesmal ziehen wir Backfisch etwas weiter zurück zum Ballempfang und werden uns auch sonst ein bisschen anders aufstellen, ein bisschen offensiver hier. So, alle mal schön hier auf die eine Seite. So, und zum Prügeln stellen wir uns hier schön auf. So. Und der Ball ist im Spiel. Los geht's. Das riecht nach Ärger. Schneller Angriff. Das angreifende Team beginnt seinen Zug etwas früher. Alle Spieler des empfangenen Teams können mit einem Feld bewegt werden. Das ist sehr schön. Sehr gut. Dann können wir nämlich direkt hier richtig schön zuschlagen. Gratulation an das Juniorenteam der Paron Sting, das zum zweiten Mal hintereinander den Dungeon Bowl Junior-Titel gewonnen hat. Gut gemacht, Jungs. Und es ist interessant zu wissen, dass einige dieser Spieler bei den Profis schon in aller Munde sind. Und Dreier, Vierer, Vierer. Backfisch auch noch einen nach vorne. Die stehen sonst eigentlich ganz gut hier. Okay. So, jetzt wird gekloppt. So, und bam. Wenn man Leute übrigens aus dem Feld rausschubst, dann werden die von den Fans auch nochmal verprügelt. Das sieht immer ziemlich witzig aus. So, dann bist du. Der Ratch läuft jetzt mal und tackelt den mal hier auch an den Rand. Nein! Der Ratch geht zu Boden. Beide fallen eigentlich, aber der Gegner hat Blocken. Und bei Blocken ist... hat man bei diesem Ergebnis einen Vorteil und geht nicht zu Boden. Der Ratch hat leider keinen Blocken. Turnover. Ja, und der Ball liegt ziemlich frei, ziemlich weit vor den Menschen. Es sieht aus, als ob wir ein Desaster in unserem ersten Spiel erleben. Oh Gott. Mischka ist tot. Nein, wir müssen unseren Sanitäter einsetzen, damit wir ihn heilt. Er ist nur schwer verletzt, keine langfristigen Auswirkungen. Ja, wir wollen den Mischka nicht direkt im ersten Spiel verlieren. So. Was für ein Geschick, was für ein Stil. So, aber unser Sanitäter ist jetzt weg. Wenn noch einen verlieren, dann sieht's besser aus. Durften nicht immer sicher von draußen ihre Sprüche einsetzen. Hast du nicht einmal in der Albion-Liga gespielt? Eine untere Liga, in der das Zaubern von draußen. Engel kriegt richtig einen auf die Fresse. Oh ja, das waren tolle Zeiten. Ich kann mich noch daran erinnern, dass viele Fans nur anreisten, um zu sehen, wie sie Zaubergegner ja, dazu man das verschieben natürlich aus. Das knisternde Zischen eines Feuerballs, gefolgt vom typischen Klang von... So, und er hat jetzt versucht, hier rauszudodgen, aber... In so einem Fall könnte man... Ja, Lorilas hat es verhindert. So. Hier, Plastiklöffel, sicher mal den Ball. So. Und hier einmal draufschlagen, bitte. Der hat jetzt Ausweichen. Der Leo Ullmann, der Blitzer ist der Mitteldorf Smashers. Das heißt, wenn wir jetzt hier den Verteidiger stolpert Ergebniswürfe nehmen, dann schieben wir ihn trotzdem nur zurück, weil das ist ähnlich wie beim Blocken. Bei diesem Würfelergebnis und kann jemand, der Ausweichen hat, das Hinfallen verhindern. Naja, gut. Das heißt, jemand, der mit Blocken und Ausweichen ausgestattet ist, der geht ziemlich selten zu Boden. So, Backfisch, hol dir den Ball. Beste Spielerin heute mit einem Starspielerpunkt. So, nach vorne laufen ein bisschen. So, dann... Ja. So, hier der Zu. Ja. Ein Würfel gegen den Gegner ist jetzt auch nicht so das Beste. Ich weiß ja nicht, Man kann sich auf ihn verlassen. Er führt seine Aufgabe immer gewissenhaft aus. Wir haben keine Wiederholungswürfel mehr. Das heißt, ich mache eigentlich besser hier die Seite zu. Und versuche... Kann ich eigentlich mit einem Blitz, könnte der... Ah ja, mit einem Blitz hat er zu zwei Würfel gegen den Oger. Und schiebt ihn einen nach hinten. Okay, dann bleibe ich besser mal stehen. Und nach dem Blitz kann man auch sich auch noch ein bisschen bewegen. Dann bewege ich mich doch mal hier hin. Schön an den Ballträger heran. Und versuche ihn ein bisschen abzuschirmen. Hier, der Leo, der ist aber, will's aber wissen. Diese Schönheitsoperation kommt sicher billiger als im Krankenhaus. Ich glaube zwar nicht, durch zwei Tacklezonen durchgejumpt. Als vorher, würde nicht aussehen. 2 Sechsen auch hintereinander gewürfelt, sehe ich gerade. So, wir haben noch 2 Züge Zeit, um einen Touchdown zu machen. Und unser nächster Spieler, der an der Touchdown-Zone des Gegners ist, gerade zu Boden gegangen und bewegt sich auch in der nächsten Runde nicht. Das ist nicht so schön, Leute. Schau mal, ein paar scharfe Elfenschönheiten verkaufen Big Moods auf der Tribüne. Hey, ich hol mir auch einen. Bin in 5 Minuten wieder da. Seit wann magst du denn Big Moods? Du steh erstmal auf. Aber dafür umso mehr, dass ich schon bin. Kann nämlich der Umbreon den Oger hauen. Und ihn ein bisschen zur Seite schieben. So. Der Zug kann auch nochmal auf den Oger hauen. Ach nee. Wieder ein beide fallen. Das haut den Oger zwar auch zu Boden. Aber wir stehen hier ziemlich scheiße mit dem Ball. Oh je, Leute, das ist nicht so gut. Hast du nicht gut gemacht, Zug. Nee. Der hat auch noch Ball entreißen, das heißt, selbst wenn er uns schiebt, holt er uns den Ball aus den Händen. Der ist ziemlich fies hier, der Leo Ullmann. Den Backfisch auch noch gestunt. Das macht Freude. Nee, es läuft nicht. Der Spieler hat den Ball erwischt und jetzt stürzen sich alle auf ihn. Es könnte sogar sein, dass wir jetzt noch einen Touchdown kassieren gegen uns. Das wäre natürlich echt kacke. Noch ist das Unentschieden mindestens drin. Na, ob der Gegner noch irgendwas Tolles? Nee. Aufstehen. Hier, Engel, genug gelegen. Aufstehen. So, Plastiklöffel, aber um dir liegt's jetzt. Oh, der Berthoff ist auch noch schon Stärke 4 gesegnet. Das ist natürlich extrem. Na gut, wir müssen den Einserblock machen. Sehr tiefgründig, genauso tief wie seine Mannschaft momentan. Plastiklöffel, du schaffst das ja. Sehr gut. Der Ball geht nach draußen. Und jetzt schmeißen die Zuschauer gleich zurück. Wo ist der Ball? Wo ist der Ball? Ah, nahe beim Engai. Das ist schon ganz gut. So, Bini. Komm, Bini, du musst dir jetzt den Ball schnappen. Mach was draus. Der sollte seine Hände Nein, Bini. Du kannst ja wohl noch einen Ball aufheben. Ah, ganz eklig. So. Der wird ihn jetzt wahrscheinlich nach hier schmeißen, wenn er kann. Und schmeißt er ihn. Was zum Teufel war das? Er hat versucht, ihn zu schmeißen. Aber er hat das nicht geschafft. Aber die Halbzeit. Gut, wir sind nur 1-0. So. Diesmal haben allerdings die Menschen zuerst den Ball. Das heißt, wir machen jetzt wirklich die Verteidigerpositionierung, wie wir die am Anfang hatten. Wir haben noch eine Stärke 4 nach außen. Ohne mir etwas davon zu sagen. Nimm die Axt runter, Typ. Ich kann das alles erklären. Trotzdem möglichst aggressiv aufzustellen. Ja, Bini, geh mal gegen den Oger. Max Monster nicht gegen den Oger. Wo ist denn der Mischka, den haben wir ja gerettet. Backfisch, ne? Das ist ein bisschen weiter nach hinten. Okay. Alles klar. Oh. Wir kicken den Ball zum Gegner und hoffen dann, dass wir ihm den Ball abluchsen können und selber einen Touchdown machen können. So, brillantes Training. Jeder Trainer würfelt und verfügt Fame hinzu. Da haben wir noch nicht so viel. Aber wir haben besser gewürfelt. Wir bekommen einen Wiederholungswurf dazu. Das ist sehr gut. Das haben wir jetzt. Wir haben jetzt diese Runde 5 Stück. Die werden wir brauchen, weil ihr habt ja gesehen, wir gehen ziemlich schnell weg. Leider kann man nur einen pro Runde benutzen. Der Spieler hat den Ball unter Kontrolle. Der Gegner hat schon einen benutzt jetzt. Wir müssen zum Aufheben. Da kommt der Blitz. Schieb uns mal weg. Gegner versucht, den Ball zu sichern. Nein! Genau das passiert, wenn ein Amateur auf einen Profi trifft. Oh ja, Flatsch! Bini! Genickbruch! Die Bini verliert permanent einen Geschicklichkeitspunkt! Manche Leute sollten wirklich überlegen, ob sie es mit Blood Bowl nicht mehr sein lassen wollen. Ja, dann vergeuden wir wegen so einem Kinderkram. Ein Desaster, Leute, ein Desaster. Hin und wieder tauchen im Blood Bowl vernichtend laufende Mannschaften auf. Wie zum Beispiel die Motley Horde, ein Haufen von Versagern. Das stimmt. Es ist bestimmt nicht leicht, diesen Abschaum jeden Tag zu trainieren. Echt euch! Ach, wir haben einmal einen Würfelpech, Leute. Doppel 1. Und eben waren wir auch schon schlecht hier, beim ersten Block. Endlich lässt hier mal einer seine Muskeln sprechen. Ist da zu Boden gegangen. Koali wieder. Ja, der kann natürlich nichts. Würde ihm nicht so das Blut aus der Nase und dem Mund herausströmen, könnte man meinen, dass er gerade eine Pause eingelegt hat. So. Koali steht wieder auf. So. Dann werden wir jetzt dem einen auf die Fresse holen, ja. Sehr schön. Da teilt aber jemand kräftig aus. Da macht jemand erstmal ein Nickerchen. Und wird nach dieser Aktion so schnell nicht mehr aufwachen. So. Agilität 4, Backfisch. Einmal nach vorne. So, komm, Umbreon. Schieben ist nicht gut genug, Umbreon. Schieben ist nicht gut genug. Hier, Engai, mach besser. Ja, Engai kann auch noch schieben. Nicht gut, Leute. Nicht gut. So, den setzen wir mal ein bisschen fest hier. Nee. Wir müssen uns mal ein bisschen Richtung Ball bewegen. Wir müssen ja einen Touchdown machen. Diese Runde noch irgendwann. Max Monster auch noch vorne. Zeiten, da hatten die Magierakademien das Angriffszauber noch nicht eingeschränkt. Wer kann schon den berühmt-berüchtigten Sumpfvorfall von 2472 vergessen? Hier als gewaltige, unkontrollierte Zauberer das ganze Stadion der Bright Crusaders im Morast versinken ließen. Niemand kann das vergessen. Das war ein Glanzpunkt der Blood Bowl-Geschichte. Ja, kannst du mal bei dem Ball bleiben. So, nach hier stellen. Rundenende. Schauen wir mal. Also, dass wir jetzt gerade einen vom Feld geholt haben, ist schon mal ganz gut. Weil der Bini ist ja bei uns auch gegangen. Schwer verletzt. Mit einem Genickbruch vom Feld getragen worden. Der Oger. Ist das hier wieder der Leo-Typi? Ne, es ist Hopp der Hübsche. Die haben auch gerade ein bisschen Glück bei den ganzen Tackle-Ausweichen, was sie da machen. So, wir sind wieder dran. Sie haben den Ball ganz gut abgeblockt. Wir gehen mal mit dem Mischka hier herum auf die andere Seite und bedrohen ihn mal ein bisschen von hinten. Der Engai haut dem hier mal einen aufs Maul. Zuck. Wenn der Typ die Fäuste schwingt, den Plastiklöffel, kümmere dich um den. Dass der hier ja nicht auf dumme Gedanken kommt. So. Umbreon. Der ist deiner. Schnapp ihn dir. Jawohl. Und die heutige Frage K.O. Leider nicht. Welcher Spieler gewann mit den Redland Reavers in den Jahren 85, 87, 91 und 99 den Blood Bowl? Nachrücken, jawohl. Backfisch. Und Backfisch haut ihn auch noch K.O. Vom Feld hinunter. Leider kein Injury. Also keine Starspielerpunkte extra für Backfisch. So, da positionieren wir den Eloidos. Und hier der Reg Jackson kann sich mal zum Oger gesellen. Das ist zwar gefährlich, aber ein Muss jetzt gerade. So. Rundenende. Schauen wir mal. Der ist ausgewichen. Das ist der dumme Leo. Ja, der ist gefährlich, der Leo. Schade, schade. Umbrian hat erwischt, der Ola hat ihm eine aufs Maul gehauen. Dann sieht man danach gleich wieder viel klarer. Wow, also eins kann ich ganz sicher sagen. Das Monster hat auch erwischt. Aua! Und Red Schatz auch erwischt. Ja, wird wohl Zeit für ein kleines Nickerchen. Und der Ballträger läuft durch, das ist nicht gut. Was kann der denn? Ja, er ist kein Ausweichen. Das heißt, es ist möglich, den kaputt zu machen. Der Trainer eines Chaos Teams lebt normalerweise nicht sehr lange. Wenn sie zur Feier eines Sieges nicht erstmal wieder alle aufstehen. Stimmt, und ihn bei einer Niederlage nicht vierteilen würden. Aufstehen. Und stell dich mal hier zum Ballträger. So. Plastiklöffel. Hau ihm einmal aufs Maul. Zackig. Jawoll. So muss das, so will ich das sehen. Das war eine gute Linke. Und zwar mitten auf die Nase. Du hast es erfasst, Jim. So. Die Nase ist gebrochen. Backfisch ist nah am Ball, das ist sehr gut. Hol dir den Ball, Backfisch. Unglaublich, wie kann man den Ball fangen und gleichzeitig auch noch der Menge zuwinken? Aber wohin? Nach hier. Und schmeißt den Ball rüber zu Eloridas. Komm, Eloridas, du schaffst das. Komm schon. Perfekt. Jawohl. Super Wurf von Backfisch auf Eloridas. Gut gefangen. Ein brillanter Pass. Sehe ich auch so. Gut gemacht. Und ja, diese Runde ist mir das zu risky, aber nächste Runde schafft Eloridas vielleicht einen Touchdown. Nur mit einem doppelten Go ist er überhaupt zu kriegen. Und wir schicken den Mischka zum Verteidigen noch hinterher. So. So, und hier der Zug kümmert sich jetzt hier um den, der hier vorne noch irgendwie versuchen könnte, abzufangen. So, und dann schauen wir mal. Sieht gut aus, dass wir an seinen ersten Touchdown mit Eloridas erzielen. Kennst du die Evil Kids? Das Team besteht aus wirklich bösen Spielern. Ihre Anhänger haben das Problem zu Boden. So, wir haben jetzt Zeit eigentlich. Wir könnten zwar auf Sieg spielen, aber 3 Züge für einen Touchdown ist für ein Chaos-Team echt schwer. Das heißt, wir gehen auf Unentschieden, halten den Ball hier hinten und versuchen noch ein bisschen Schaden zu machen. Hier. Yeah. Haken hat ihm wohl nicht geschmeckt. So. Ob's schmeckt oder nicht, gegessen wird hier, was auf die Visage kommt. Fisch geht auch nochmal nach hier vorne, hat schon 2 Starspielerpunkte eingesammelt. So. Jawohl, und da sind auch die ersten Starspielerpunkte für den Engai, indem er den Boris, den Zerstörer, vom Feld geholt hat. Sehr gut, sehr gut. Und komm zu, kannst du auch. Das kannst du auch. Das gerade gesehen, es geht. Jawohl, auch der Zug hat seine ersten 2 Starspieler. Ein Pass gibt leider nur einen. Jemand Verletzten bringt 2 und ein Touchdown bringt sogar 3. So. Die Koali setzen wir mal nach vorne. So, was machen wir denn? Wir hauen den mal. Sehr schön. Langsam wird es gefährlich hier für die Menschen. So. Ein 1er Block mit Umbrion gegen die Oga. Beide gehen zu Boden. Oh nein! Den Umbrion geht vom Feld. Nicht verletzt, aber er ist K.O. Oh ja. Der arme Umbrion. Wir haben hier 2. Ah, jetzt nur noch einen in der Endzone. Ja, irgendwann rächt sich das, dass unser Gegner hier versucht, immer ständig durch die Tackle-Zone zu laufen. So, wir tackeln jetzt erstmal hier mit dem Engai den Leo. Komm, hau ihn zum Moos. Hast es eben schon mal geschafft. Schaffst du nochmal. Ah, leider nicht. Diese Schönheitsoperation kommt sicher billiger als im Krankenhaus. So, Koali ist nicht stark genug, um einen 2er-Block gegen den zu machen. Wiederholungswurf und jawohl. Und zack. So, wir schirmen weiter den Ballträger. So, und hier können wir den noch schlagen. Der hat leider Ausweichen. So. Komm, 2 Go-For-Its. Das schaffst du, Max. Nein! Der Max-Monster kann nicht. Heute nicht, Jim. Ich habe noch ein Rendezvous mit einem Cheerleader eines Dunkelelfen-Teams. Bestimmt die mit der Peitsche. Autsch. Aber es sieht ganz gut aus, dass wir unseren Touchdown noch kriegen. Ich glaube, nächste Runde, jetzt, wo wir so unter Druck sind, da kommen 2 später vom Gegner da. So, aufstehen, einmal den zustellen hier, bitte. Einmal den hauen. Wiederholen. Nein! Das war schlecht. Mit Wiederholungswurf zweimal nicht über 3 würfeln können. So müssen wir hoffen, dass wir hier den Ball nicht verlieren. Da kommt der Blitz. Aua! Max Monster hat's gelegt. Du hast erfasst, Jim. Die Nase ist gebrochen. Ah, ich weiß nicht. Das ist nicht gut gerade. So. Hier. Hau ihn weg. Ja, das reicht. Einfach weg. Sehr gut. So, und dann machen wir unseren Touchdown mit Eloidas. Lang geplant. Das hier verdient. 3 Starspieler klar gefunden. Ob offen oder geschlossen. Fakt ist, dass der Punktestand wieder ausgeglichen ist. Matchende. Yippie. Matchende. So. Gucken wir uns die Statistiken mal an. Für unserem ersten Match ein Unentschieden. Beide Mannschaften haben sich gegen ein Team, was eigentlich viel besser war als wir vom Rating her. Wir haben wenig Geld eingenommen. Nur 20.000 Gold. Das ist wenig. 160.000 eingenommen. Und genau deswegen fällt die Bewertung so hoch aus. Wenn die Gegner wissen wollen, wir haben einen neuen Fanfaktor. Einen Fanfaktor gewonnen. So, wer ist denn unser Spieler des Tages? Der Zu ist Spieler des Tages. Oh, ich glaube, der hat aber keine Verletzung oder sowas. Einige Spieler stehen ziemlich unter Strom. Ja, er hat einen Verletzten gemacht. Das heißt, er müsste eigentlich ein Aufgestiegen sein, sogar. Vielleicht hat er einfach das Spektakel genossen. Weil der Starspieler des Tages, der MVP des Spiels, kriegt nämlich immer 5 Starspielerpunkte. Und da der Zu anscheinend 2 auch gemacht hat, weil jemanden verletzt hat, müsste der ein Aufgestiegen sein. Müssen wir mal gucken. Ja, sieht gut aus. Hier. Zu ist als erster Spieler in unserem Team ein aufgestiegen. Bini ist leider im nächsten Spiel verletzt. Das heißt, wir müssen das nächste Spiel ohne Bini auskommen. Und er hat außerdem noch einen Geschicklichkeitspunkt verloren. Bini, das mit Bälle fangen und werfen und aufheben, das wird bei dir wahrscheinlich nie wieder was. Du wirst an die Linie verbannt nach vorne zum draufkloppen. Das kannst du auch, ne? Ja. So, Zu, was kriegst du denn? Stufenaufstieg zu kommen. Würfel was Gutes. Ah, nur was ganz stinknormales. Was holen wir dem Zu denn? Empfehlen würde Blocken. Blocken ist natürlich auch ziemlich gut für Chaos-Teams. Das nehmen wir nämlich auch. Weniger Chancen für uns, zu Boden zu gehen, wenn wir selber blocken und tackeln. Sehr gut. Ja. Somit das erste Spiel vorbei. Und wie es weitergeht mit unserem Nerdpol Chaos Squad Team. Das seht ihr beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Blood Bowl Nerdpol Chaos Squad. Tschüss!